Gut und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer weiteren Folge Expeditions am Mudrunner Game. Hier ist eine neue Karte erschienen. Canap Creek. Das schauen wir uns hier an, ne? Der Suchtrupp. Da. Mindestens ein Truck. Ein Scout. Dann nehme ich natürlich den da, ne? Was noch? Anforderungen, okay. Stellschraube braucht man am Bodenanker. Das nehmen wir sowieso mit. 2200 Meter, bam. Was steht da? Ein Forschungsteam wird in der Region vermisst. Seit dem Erdbeben kürzlich hat es keinen Kontakt gegeben. Verwendet die angegebenen Koordinaten, um den letzten bekannten Standort zu erkunden und das Team zu finden. Okay, finden wir das Team. Mit dem hier, aber bitteschön. Von jedem zwei. Und ja. Nehmen wir die mit, ne? Immer ein Hydrologe mit. Es hat so ausgesehen, als ob es da viel Gewässer gibt. Aber habe ich hier keine Ahnung. Und den nehme ich mit zur Rettung. Ja gut, dann lassen wir das mal so, ne? Oder brauchen wir den gar nicht? Ich nehme einfach mal mit. Da hatten wir die Expedition. Okay, ich erkunde das erstmal mit dem Scout. Ich steig anders um so. Wenn er nicht will, ne? Gut, jetzt muss ich in diese Richtung. Oh, Flugverbotszone. Oh, komm, Leute. Für was? Also, ich denke mal, da, wo eine Flugverbotszone ist, da ist dann auch ein Platz für mich, eine Haltestelle. Also ein Lager quasi, ne? Ein Hauptlager, will ich sagen. Mann, bin ich durch. Okay. Ach so, da muss ich schon wieder Brücke bauen. Oh Mann. Wie fahre ich denn jetzt am allerblödsten? Hier entlang? Da ist eine Lawine. Oh Mann. Nimm ich doch mal den LKW, ne? Fahren wir nämlich mal zur Lawine und räumen die mal weg.
Ja, so ist das. Und wir sind jetzt doch nicht in den Karpaten. Na, jetzt habe ich mich hierfür entschieden nochmal. Da bleiben wir in der Wüste. Aber ein neuer Wüstenabschnitt. Neue Karte, ne? Das gucke ich mir natürlich an. Vorräte liefern. Erstmal ausmachen, ne? Da kommen wir hier hin. Ach komm, was soll's? Dann fahr ich mit dem direkt dahin. Schon wieder Lawinen? Wir schauen uns das erstmal an mit dem hier. Ich denke, da vorne ist auch wieder so eine Art Lawine. Ich weiß gar nicht, ob man da drüber kommt. Schlamm. Allrad. Oh ja, sehr schön. Oh, geil. Sehr cool. Schön schlammig, ne? Das ist schön. Wieder normal fahren. Ich muss ein bisschen Sprit sparen, ne? Hier hochfahren. Oh, hoppla. Nicht gegen den Felsen fahren. Und nochmal, oh, ne, obwohl, reicht. Machen wir hier noch ein paar Kakteenblatt. Ein paar Kaktusen. Ja. Kommt alle rein, dann kommen wir da hoch. It's so easy. Easy peasy. Unterwegs frei. Abracadabra. Ja gut, sind sie jetzt aber auch besser machen können, ne? Liegen noch voll die Brocken da rum. Na ja gut. Hauptsache man kommt durch, ne? Irgendwie. Danke. Reichen die Vorräte jetzt noch oder habe ich zu wenig? Ich hab gar nicht geguckt. Null! Das. Ah. Okay, ich fahr zurück. Zum Glück war das ja nicht so weit gewesen. Oder soll ich mich abschleppen lassen? Einmal abschleppen kostet ja nichts, ne? Dann tricksen wir ein bisschen. Hey. Radisbergung. Ja, komm. Mach den mal aus. Der tuckert da rum. Sprit. Bisschen nachfüllen. Da haben wir wieder ein bisschen Teile, ne? Sieben Uhr morgens.
fahren wir die Strecke halt nochmal ab, ne? Weil wir es können. Dann bauen wir uns noch eine Brücke. Nee, ich lasse mich nicht ablenken von anderen Aufträgen. Nein, 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 nein. Ich baller hier jetzt durch. Ich will ja ein bisschen Leistung abrufen hier, ne? Müssen wir hier wieder durch, ne? Aber nein. Ich fahre ein bisschen außen rum jetzt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Jetzt los. Ach. Verschaltet. Ne, ich fahre durch den Matsch durch. Die sind mir an der Seite hier. Hui. Okay, das war gut gewesen eben. Das war super. Auf da rechts noch. Wo linken wir hin? Da rechts, rechts, rechts. Hoch, jawohl. Wir kommen überall hoch. Vielleicht sind wir auch wieder da, wo wir hin wollten, ne? Ja. So ist das. Aber die Lawine ist geräumt, ne? Aber trotzdem haben die hier voll die Steine im Weg liegen lassen, ne? Das ist frech. So frech. Oh, so scheiße. So ein Scheiß ist das hier. Damit muss man sich schon rumärgern. Oh ja, klar. Oh toll. Mods Steine wieder. Oh. Ich hab's wieder nicht gesehen, ne? So, die Ruine. Da haben wir die Brücke. Oh, was? Die ist breiter geworden, weil auch für LKWs. Ah. Aha. Nicht mehr so schmale Dinge, oder wie? Hey, super. Tja, super. Warum das jetzt hier so ist, ne? Keine Ahnung. Sonst machen die immer diese kleinen Brücken rein. Wo du drum drüber kommst. Und jetzt muss ich hier ein. Oh mein Gott, jetzt muss ich da hoch. Lass mal kicken, war ey. Wo bis dahin fliegen? Schauen wir uns mal an. Aha, da hoch. Also die Kletterausrüstung auspacken, ja, und hochklettern. Haben wir sie noch alle? Warum soll ich da hoch? Wer hoch fährt, kann auch tief fallen, ne? Das ist halt so. Eine Furte? Ich habe eine Furte entdeckt. Da soll ich drüber fahren, da hoch oder was? Und hier außen rum? Nee. Hier sicherlich nicht. Dahin und da hoch und rüber nippe. Wie haben die sich das gedacht? Soll ich echt komplett außen rum fahren oder
Da ist nur Geröll. Da kommst du nie im Leben durch. Richtig. Ja, doch, geht schon. Aber das ist kein Aufstieg. Nö. Mit dem Scout machbar, klar, aber ich fahre doch da nicht entlang die ganze Zeit. Den Stress mache ich mir doch nicht. Den Stress mache ich mir nicht. Was gibt's denn sonst noch? Oh, das ist mies. Hier hoch, aber es ist doch alles so felsig. Da ist ein großer Fluss da. Leute, Leute. Das kann ich nicht einfach so durchspannen, ne? Muss hier entlang fahren, darüber, hier durchfahren, dahin, irgendwie da hoch oder was? Komme ich hier hoch? Wohl kaum. Ich weiß nicht, wie ich fahren soll, ne? So weit außen rum, das kostet nur Sprit. Und die Steigung kostet auch jede Menge Sprit. Komm ich hier hoch? Nein. Da musst du echt gucken, ne? Leute. Ich hab nichts anderes übrig. Ich muss hier außen rumfahren. Ich fahre jetzt mal hier außen rum. Ich mache jetzt mal keine Punkte. Ich setze mal keine Punkte. Nee, da nicht. Hier mal ein bisschen Bogen machen. Ja, Leute, da muss ich hoch, ne? Hier gefährliches Gewässer. Kannst du durchfahren? Sind die doof? So wie für mich gemacht hier mit dem LKW. Ich habe super gute Reifen auf dem Ding drauf. Warum fährt er nicht? Ist er? Naja. Scheinbar ist es besser. Wenn man den Reifendruck ablässt, verstehe ich zwar nicht so ganz, aber egal. Manche Sachen muss ich ja nicht verstehen, ne? War da jetzt raus, Mann? Nein, LKW. Das
Fahr raus, LKW. Das ist natürlich richtig mies gemacht, ne? Also ich finde es nicht fair, mich da hochfahren zu lassen. Es bringt mir nichts, wenn ich hier hoch mich hochhangeln würde. Dann komme ich ja hier nicht hoch. Dann müsste ich ja trotzdem hier hinten hinfahren. Dann dahin. Nee, das ist doch nichts. Nee, 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 nee. Das ist mal gar nichts. Jetzt erzähl mir bloß nicht, dass ich da nicht hochfahren kann, wegen der Strömung. Da komme ich hoch. Ach. Handbremse, die ewige Handbremse wieder. War cool gemacht mit dem Fluss hier, ne? Schon überall durch. So, dann schaut. Oh, was ist hier? Aha, okay. Da ist noch eine Furt. Die alte Furte. Ja, jetzt fahren wir hier rüber. Einmal tanken. Dann fahr ich hier durch. Wenn das geht. Wenn es geht, ne? Ich steck nach rechts, er fährt. Ja gut, jetzt hat es. Ich habe gedacht, ich hänge schon wieder an einem Reifen, ja klar. An einem Stein, wo ich nicht sehe, unter Wasser. Diese scheiß Bäume, jetzt sind die im Weg, ne? Mittendurch. Da ist doch schon was. Da habe ich einen Luftabwurf gefunden, ne? Sehr gut. Oh, mitnehmen, mitnehmen. Dino-Schädel. Sehr nice. So, hier komme ich dann nicht durch, ne? Muss ich nach Alamrise hier einmal außen rumfahren. Dann hier hoch. So, da zeichne ich mir das ein hier. Hier. Ich hier drüber. Ich will es mal hoffen. Nö. Wie doof ist denn das? Was ist hier entlang? Warum soll ich nur? Warum sollte ich, ne? Hey Leute. Ganz doof bin ich auch nicht. Hören bitte.
Danke. Ich denke, wir schaffen es. Wir werden es schaffen. Chaka, ich schaff das. Wenn es schafft, macht man einen Daumen hoch oder abonniert mal. Das ist noch viel besser. Abonnieren ist geil. Das ist cool. Das ist echt gute Sache. Hilft mir, hilft dem Kanal. Vielleicht werde ich ja mal ein bisschen größer. Mein Ziel ist 1000 Abonnenten zu machen, damit ich mal mit YouTube ein bisschen Geld verdienen kann. Mal gucken, ob das geht überhaupt. Und ab 1000 Abonnenten werde ich mir wahrscheinlich auch eine Kamera kaufen. Klemme ich eine Kamera an, dann könnt ihr meine Fresse sehen. Ob die jemand sehen will, keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber ich mach's halt einfach, ne? So. Entdeckter Aufstieg, okay. Doch, ich kann hier drüber fahren. Ist sogar besser, als wenn ich da... Ah, habt ihr das gesehen, Leute? Wow. Man darf den Tag nicht von dem Abend loben, aber ich denke mal, ich hab's so gut wie geschafft. Auf geht's! Erkundungen! Das Spiel macht wieder Spaß! Hey! Yo! Au! Doch nicht so. Gut. Ich bin der König der Welt! Genießt mal die Aussicht! Aber ich glaube, das war's noch nicht. Ich muss scannen und dann muss ich auch noch irgendwas anderes machen. Die verarschen mich doch hier. Scan. Scan. Das ist total befriedigend, ne, dieses Scannen. Komm, nochmals. Erfolg, okay. Ja klar. Den Daten zufolge sind die genau, wann sind sie genau hier durchgekommen? Gehe näher ran und untersuche den Canyon. Arschlöcher. Guck doch mal dahin, wohin den. Wo wollen die mich noch mal hinschicken? Ich hab's doch hier hoch geschafft. Und jetzt soll ich wieder zurückfahren. Muss ja hier wieder zurück, da wieder zurück. Oh Mann, Leute. Ich werde verrückt. Aber wie es weitergeht, in der nächsten Folge teilen, liken, abonnieren. Und lasst mal was da. Abonniert, teilen, liken. Bitte. Danke. Und Cheerio.